Moin moin liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Pizza Connection 3 hier vom Kanal. Schön, dass ihr dabei seid und auch sehen wollt, wie das Chaos hier weitergeht. Ich weiß noch nicht. Oh. Ja. Wir hatten hier in diesem Laden das Problem, dass die Motivation der Mitarbeiter immer gegen Null ging. Weil sie einfach nicht schnell genug sind. Also wir gehen jetzt erstmal auf die Geschwindigkeit des Personals, weil ich kann mir vorstellen, im Zweifel müssen wir da noch was, müssen wir noch mal, guck mal, wie viele Leute Pizza haben wollen. Und ich weiß auch noch nicht genau, ob wir jetzt weiterkommen oder ob es tatsächlich, wenn wir jetzt wieder pleite gehen, das kostet echt immer wahnsinnig viel hier. Freundlichkeit, achso, die kann man updaten oder was? Ach nee, der muss, ach, in Ausbildung. Das war blöd. Das ist ja nämlich deutlich langsamer oder macht gar nichts, was auch immer. Also ist er out of Zutaten, wenn er out of Zutaten ist. Okay, gehen sie alle. Tschüss. Die Motivation wird auf Null sein, ne? Fast. 13.000. Ja, ich weiß natürlich nicht, wir werden gucken, was uns dieser Pizzatag jetzt hier bringt. Ist auch gut was los. Sind die Köche irgendwie langsamer geworden? Wirkt irgendwie so, ne? Kann auch sein, weil die relativ schnell unzufrieden sind. Ich glaube, so kommen wir aus dem Miesen nicht mehr raus. Also wir werden das diesen Tag jetzt beobachten. Das haben wir letztes Mal ja auch gemacht. Hier ist mal gar nichts los. Da sind aber noch beste Motivationen, ne? Weil hier nichts los ist. Hat der noch so eine miese Speisekarte im Laden? Ja. Da nehmen wir mal die Tests mit rein. Und dann passt er schon. Ja, ich glaube, da waren wir schon mal besser, ne? Beim letzten Mal zum Beispiel. So, alle bedient worden. Ah, der Koch, also der Ofen steht auch total blöd. Die laufen ja immer doppelte Wege, die eigentlich Not tun. Aber es reißt uns hier finanziell auch nicht raus, irgendwie, ne? Muss man auch so sagen. Wir sind tatsächlich schon wieder 20 Uhr. Ist hier so ein bisschen schwarz hier vor uns. Na, jetzt kommt wieder der dicke Ansturm hier. Laden voll. Die kämpfen, ne? Also es ist schon so. Jetzt sind wir mit minus 4.000. Also wir werden noch einen Tag überleben, so ist es nicht. Aber es ist echt eng hier. Ich weiß nicht, was wir hier machen sollen. Hier zum Beispiel für diese Schicht noch einen Koch mehr einstellen vielleicht. Und einen Kellner. Hier kriegen viele jetzt keine Pizza, ne? Naja, aktuell geht gar nichts, weil wir kein Geld mehr haben. Wir müssen erstmal raus aus den Schulden. Um 3 Uhr sind wir noch nicht raus. Passiert aktuell nichts. Wir machen überhaupt keine Einnahmen. Aber wir sind halt auch schon Kapitel 10. Das ist jetzt kein easy Level. Das ist so. Das muss man auch mal klar so sagen. 120.000. Also da waren wir beim letzten Mal besser vor dem Update. Und leider, ja, hatten wir ja diesen Spielabsturz. Ja, guck, wir kommen überhaupt nicht mehr raus aus den Schulden. Also ich denke, und da viele Leute von euch auch nicht mehr so wirklich, glaube ich,
motiviert sind zur Pizza Connection. Ich sehe es ja an den Aufrufzahlen. Maximal, ja, ich sag mal 40, 50 Leute haben aktuell Lust, sich Pizza Connection anzugucken, was natürlich echt ja, nicht viel ist. Obwohl, ich sag mal gut, nicht viel ist relativ. Also vor 2 Jahren hätte ich noch gesagt, mega, dass sich überhaupt 50 Leute dafür interessieren. Aber heute sehe ich natürlich dann, okay, das ist nicht so das, was bei euch gut ankommt. Dann werde ich eher gucken, vielleicht ja, erstmal sommerpausenmäßig wird ein Let's Play wegfallen. Oder je nach Lust und Laune werde ich irgendwas anderes spielen. Aber Pizza Connection selbst, hier bin ich auch aktuell nicht mehr so motiviert. Man sieht, guck, wir kommen nicht raus aus den Schulden. Es hat sich praktisch am Kontostand nichts getan. Dann sind wir sogar mit 35.000 in der Miese. Weil es ist einfach, das Personal ist absolut unmotiviert, weil man zwischendurch Pizzen nicht ausliefert. Natürlich ist die Testpizza nicht so einfach. Aber ja, ich weiß nicht, was soll man hier machen? Alle Läden dicht machen, das Level starten, alle Läden dicht machen, außer den einen behalten, den dann updaten, also mit der Testpizza versehen und gut. Und dann auf volle Megapreise und nur auf die Bonzen gehen, das ist ja auch nicht das Ding, glaube ich, was einen hier reich macht. Das wäre vielleicht eine Art und Weise, wie man das Level schaffen könnte, weil wir haben sehr viel Personal in sehr, sehr vielen Läden, die nicht funktionieren. Das muss man ja klar so sagen. Hier unten der Laden funktioniert nicht. 44.000 sogar, wir gehen immer mehr in die Miese, obwohl es mitten am Tag ist. Aber es ist halt, ne? Die Leute mögen uns nicht mehr, glaube ich, weil sie nicht bedient worden sind. Dann kommen sie auch scheinbar nicht so schnell wieder. Und somit laufen wir gerade noch 8 Stunden. Ich würde sagen, wir können die 8 Stunden noch laufen lassen, bis wir pleite sind. Aber ich sage schon mal, das war's. Pizza Connection 3. Kann sein, dass wir es irgendwann mal wieder aufnehmen, wenn es weiter geupdatet ist. Das war eine ganz gute Idee mit der Pestpizza. Genau, Pestpizza. Die Testpizza hat uns aber jetzt hier heute auch nicht gerettet. Leider ist mit dem Update das Ganze ein bisschen schwieriger geworden. Eigentlich echt schade. Wir waren vor dem Update und vor dem Spielabsturz auf einem ganz guten Weg hier in diesem Kapitel. Das haben wir jetzt leider nicht geschafft. Wir sind pleite. Damit endet Pizza Connection 3 hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, ne, dass überhaupt Leute zugeschaut haben. Ich freue mich über jeden Like, jedes Kommentar, was ihr so zur Serie abgegeben habt. Und dann, ja, natürlich sehen wir uns gerne in anderen Let's Plays auf meinem Kanal wieder. Und ja, dann wünsche ich aus Pizza Connection Sicht noch einen schönen Tag. Vielen, vielen Dank fürs Begleiten dieses Projektes und bis zum nächsten Mal und tschüss.